Mahlzeit, Ricardo. Heute möchte ich mit euch mal über das Thema Deo sprechen. Was hat das Ganze mit Fitness zu tun? Nun, ich finde eigentlich sehr viel, denn wer Fitness betreibt, der schwitzt. Und wer schwitzt, der will nicht stinken. Und deswegen habe ich mich vor längerer Zeit mal sehr intensiv mit dem Thema Deo auseinandergesetzt. Weil ich weiß nicht viel, kann natürlich sein, dass viele vielleicht noch gar nichts davon mitbekommen haben oder sich mit dem Thema noch überhaupt nicht beschäftigt haben. Es geht mir hier um das Thema Aluminium. Es heißt ja, Deos mit Aluminium stehen in Verdacht, Krankheiten wie zum Beispiel Brustkrebs oder Alzheimer auszulösen. Da habe ich natürlich ein bisschen recherchiert und so, und diese Sachen sind nicht wirklich belegt. Also es sind zwar Studien gemacht worden und so, aber man kann das Ganze nicht wirklich zu 100% belegen. Der Verdacht ist aber da. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, man stellt einfach um. Aber das Problem ist halt, Deos mit Aluminium haben meistens einen nicht so guten Schutz wie die mit Aluminium. Deswegen möchte ich euch jetzt mal, ich habe hier mal ein paar Produkte mir hier aufgereiht, die jetzt auch schon umkippen, hier aufgereiht, die ich alle schon benutzt habe und meine verschiedene Erfahrungen mal. Also erstmal möchte ich erwähnen, das Thema Brustkrebs ist natürlich gerade bei den Frauen, ja, also gerade auch auf diesen Beauty-Kanälen und so wird das schon ziemlich oft so thematisiert und es ist natürlich verständlich, dass die Frauen da auch ein bisschen, ja, Angst vor haben. Erstmal überhaupt, was ist so schlimm an Aluminium? Also das Problem ist, diese Aluminiumsalze, die in diesen Deodorants drin sind, die sind da hauptsächlich drin, weil sie funktionieren. Das heißt, was machen die? Diese Aluminiumsalze, die verstopfen unter anderem die Schweißdrüsen. Und das sorgt dafür, dass wir gar nicht wirklich richtig schwitzen. Ja? Das heißt also, es wird nicht, wie viele denken, dass der Schweißgeruch, wenn man schwitzt, dass der irgendwie dadurch übertönt wird, sondern wir schwitzen fast gar nicht mehr unter den Armen. Ich weiß nicht, ob das schon mal einigen aufgefallen ist, aber die Leute, die permanent Deos mit Aluminium benutzen, die schwitzen gar nicht richtig unter den Achseln. So, jetzt habe ich mal ein paar Produkte hier. Mit dem Aluminium ist es jetzt so. Man muss wissen, eigentlich ist der Aluminium in geringen Mengen für uns Menschen nicht schädlich. Das heißt, also empfohlen in Deutschland zumindest ist oder in der EU ist es auf jeden Fall so, dass 1 Milligramm Aluminium pro eigenes Körpergewicht in Ordnung ist. In der Woche. In der Woche. Das heißt, wenn jetzt ein Typ 80 Kilo wiegt, dann wäre es unbedenklich für ihn, wenn er innerhalb einer Woche 80 Milligramm Aluminium zu sich führt. Das Problem ist jetzt im Alltag, das Aluminium, was wir uns zuführen, ist ja nicht nur in diesem Deo drin. Aluminium haben wir auch zum Beispiel im Gemüse drin. Da ist auch Aluminium drin. Oder in dem Wasser. Im ganz normalen Wasser, was wir trinken. Und hier ist es natürlich dann schlau, woanders das Aluminium zu reduzieren. So, jetzt habe ich hier mal, ich habe jetzt hier 1, 2, jetzt muss ich mal kurz zählen, drei Produkte ohne Aluminium und drei Produkte mit, zwei Produkte mit, vier sogar ohne. Jetzt mein Tipp, auf was ihr erstmal achten müsst, wenn ihr euch Produkte besorgt mit oder ohne Aluminium. Sorgt erstmal dafür, also ihr habt ja immer, hinten stehen ja immer die Inhalte drin, diese. Meistens steht es auf Englisch drauf, Ingredients steht es dann drauf. Da geht ihr einfach mal die Liste durch. Die ist eigentlich bei den Deos gar nicht so lang. Das ist eigentlich immer nur so ein kurzes Stückchen hier. Da seht ihr dann immer schon, ob Aluminium drin ist oder nicht. Achtet aber drauf, dass auch kein Alaun oder Alaune drin ist. Weil Alaun oder Alaune, je nachdem, ist auch wieder nur ein Salzkonzentrat aus Aluminium und Kalium, meine ich. Kalium und Aluminium. Und deswegen, also, das ist im Prinzip, läuft es dann wieder fast aufs selbe hinaus. Das Problem ist jetzt folgendes. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, habe ich jetzt zwei Produkte von Fa. Die sind beide ohne Aluminium. Zumindest laut der Inhaltsangabe finde ich kein Aluminium und ich finde auch keine Alaune. Hier steht ein Schutz von 48 Stunden drauf. Einmal hier 48 Stunden Schutz
Und hier steht auch 48 Stunden Schutz. Das Problem bei mir, was ich jetzt bei diesen beiden Deos festgestellt habe, ist, sie wirken nur eine gewisse Zeit lang. Also ein paar Stunden und dann merke ich, also besonders wenn ich zum Beispiel ein enges T-Shirt anhabe oder es auch etwas wärmer ist, dass ich anfange unter den Achseln zu schwitzen. Also ich habe dann wirklich richtig hier so einen richtigen Schweißfleck. Und wenn ich zum Beispiel abends dann das T-Shirt ausziehe, riecht es auch schon nach Schweiß. Das heißt im Prinzip, wenn ich ein T-Shirt anhabe und ich habe nur leicht geschwitzt, also gar nicht mal jetzt richtig großartig geschwitzt, dass ich Sport gemacht habe oder so, aber ich habe leicht geschwitzt und abends mufft das T-Shirt schon und ich kann es direkt in die Wäsche kloppen. Benutze ich Deo mit Aluminium, so wie ich es früher gemacht habe, habe ich dieses Problem nicht gehabt. Da konnte ich, wenn ich jetzt nicht großartig geschwitzt habe oder gar nicht geschwitzt habe, ein T-Shirt auch zwei- oder dreimal anziehen, was jetzt überhaupt nicht mehr geht. Das ist erstmal der erste Nachteil. Zweite ist, wenn ihr der Stundenschutz, der draufsteht, der weist immer ganz gut darauf hin, ob da Aluminium drin ist oder nicht. Ich habe nämlich jetzt hier nochmal zwei Produkte, die eigentlich beide das gleiche sind. Ich habe hier einmal den Adidas, ein Adidas Deo, ja. Das ist jetzt Victory Leech, 24 Stunden Schutz. Und jetzt kommt das Ding. Ich habe hier genau dasselbe Deo, nur mit einer anderen Duftsorte. Das ist jetzt der Sport Energy Antiperspirant. Hier steht 72 Stunden drauf. Ist ja nochmal eine Menge mehr. Und dann habe ich mal durchgeguckt und habe festgestellt, hier, das ist auch der Grund, warum ich es mir damals gekauft hatte, ist kein Aluminium drin. Dann habe ich mir das gekauft, weil ich dachte, oh, das gleiche Deo, nur eine andere Duftsorte. 72 Stunden habe ich gar nicht erst darauf geachtet. Hier ist Aluminium drin. Das heißt, ich habe das benutzt und es hat auch super gewirkt. Ich habe nicht geschwitzt und ich habe auch nicht angefangen zu stinken. Ja? Aber es ist Aluminium drin, obwohl es erstmal im Prinzip auf den ersten Blick eigentlich dasselbe Produkt ist, nur halt mit einer anderen Geruchssorte. So, das ist eben das Ding. Meine Empfehlung ist, auch wenn diese Studien nicht belegt sind, das Cleverste ist, kein Risiko einzugehen. Deswegen würde ich empfehlen, so wie ich es mache, ich habe hier übrigens zum Beispiel auch so einen Deo-Roller, ja, den habe ich jetzt vom Lidl, so, der ist ganz günstig, der erfüllt seinen Zweck auch vollkommen, ja, ich schwitze nicht, ich stinke nicht, aber es ist halt Aluminium drin. So, aluminiumfreies Deo gibt es auch von Axe. Das hier zum Beispiel ist relativ gut, aber die Axe-Deos, wer mal geguckt hat, die sind nicht ohne, die kosten ordentlich, die sind richtig teuer. Also, erstmal mein Tipp. Vom Preis her würde ich entweder empfehlen, diese von Fahr als Beispiel oder auch von Adidas, der ist etwas teurer, aber ist auch ein bisschen mehr drin. Das ist aber jetzt auch nur eine Art Angebot. Die haben kein Aluminium. Der Schutz ist da, aber nach 5, 6, 7 Stunden, also richtigen Hardcore-Sport würde ich hiermit nicht machen. Zumindest nicht, wenn ihr unter Leuten seid. Für den normalen Alltag finde ich die Produkte okay. Wie mache ich das Ganze? Ich mache das so, ich habe immer, so wie das jetzt hier, ich habe immer ein Deo mit Aluminium zu Hause. Und bei mir, ich mache das so, in der Woche, wenn ich zum Beispiel nur zur Arbeit gehe oder so, benutze ich auf jeden Fall immer aluminiumfreies Deo. Weil für den Alltag und besonders später, wenn wir Herbst und Winter haben, wenn wir sowieso nicht mehr großartig schwitzen, ist der Schutz okay. Wenn ihr aber zum Beispiel Sport macht, sagen wir mal, ihr geht ins Gym oder beziehungsweise ihr macht irgendwo Sport und seid unter Leuten oder ihr seid zum Beispiel mal einen ganzen Tag weg, sagen wir mal am Wochenende, ihr fahrt irgendwo hin und seid von morgens bis abends unterwegs, dann würde ich mir, also zumindest so mache ich es, dann nehme ich mir ein Deo mit Aluminium, weil mir dann der Schutz einfach wichtiger ist, dass ich halt einfach nicht stinke, weil es natürlich für einen selbst auch unangenehm ist. So, das heißt, im Prinzip würde ich zu aluminiumfreien Deo empfehlen. Was ihr auch machen könnt, ist, wenn ihr zum Beispiel in solche Geschäfte wie zum Beispiel DM oder Rossmann geht, da gibt es auch viele Deos ohne Aluminium. Da steht es sogar meistens noch richtig groß drauf. Ja, also da steht dann wirklich so sowas wie 100% kein Aluminium oder 0% Aluminium, solche Sätze oder Slogans stehen dann so vorne irgendwo immer drauf.
Da könnt ihr dann halt von ausgehen, dass es auf jeden Fall safe ist. Bei diesen ganzen Produkten hier von diesen Standardmarken, die ich euch jetzt vorgestellt habe, da steht es nicht drauf. Da müsst ihr euch da wirklich hinten durchlesen, ob Aluminium oder dieses Alaun oder Alaune drin ist. Und wie gesagt, der Schutz, der Stundenschutz, der drauf steht, ist meistens auch immer noch ein guter Hinweis. Also alles, was über 24 Stunden geht, ist kritisch, obwohl die von Fahr, da steht auch 48 Stunden. Ja, und hier ist auch definitiv, ich gucke jetzt gerade nochmal, weder Aluminium noch sind da Alaune drin. Nee, ist es nicht. Komisch. Nur ja, aber wie gesagt, so, das wäre meine Empfehlung. Ja, versucht es zu reduzieren, weil wer will schon das Aluminium woanders einsparen? Ihr könnt es ja nicht kontrollieren in dem Gemüse, was ihr esst oder in dem Wasser, was ihr trinkt, oder sind ja auch noch in anderen Produkten das Aluminium drin. Also wie gesagt, die Menge macht das Gift. Aluminium ist nicht jetzt richtig gefährlich oder so, aber man sollte das Ganze ein bisschen reduzieren, auch als Mann. Ja, übrigens auch ein Mann kann Brustkrebs bekommen oder Alzheimer sowieso. Meine Empfehlung von daher, reduziert drauf, achtet mal, guckt mal auf euer Deo, ob da Aluminium drin ist. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, schaut mal nach. Und ihr könnt ja mal eins kaufen ohne und testet es einfach mal aus. Benutzt es mal einen Tag, guckt mal, wie ihr drauf reagiert. Habt ihr das Gefühl, ihr schwitzt mehr oder nicht? Und guckt einfach mal ein bisschen. Mein Tipp an euch, ich lege euch die ganze Sache einfach mal ans Herz. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr es einigermaßen unterhaltsam fandet, keine Ahnung, dann gebt mir einen Daumen hoch, würde ich cool finden. Dann würde ich sagen, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.